Willkommen zurück zu Let's Play GTA San Andreas Speedrun. Yeah, ich bin's, der Guna. Yeah, hallo. So, wir machen weiter mit Casino-Überfall-Missionen. Ja, das machen wir. Ja, ihr habt richtig gehört, ja. Und sonst, was gibt's Neues? Ich bei mich immer noch Cop Wheels, okay. Das habe ich gerade schwul ausgesprochen. Ach so, das ist die Mission, genau. Wir müssen jetzt vier. Ja. Vier. Motorräder holen. Oh Mann, das ist dumm. Ich wollte jetzt warten, bis das schnelle Auto da ist, aber gerade rote Ampel. Vier Polizeimotorräder und dann auf einen Truck fahren. Auf einen Packer. Alles klar, Chef. Und der Packer fährt da eine Schleife. Alles klar. Brauchen wir natürlich für den Casino-Überfall. Das finde ich cool an dem Überfall. Das ist eine richtige Planung. Also, wir müssen erstmal Sachen machen, bevor wir den Überfall erledigen können. Ja, draußen Nebengeräusche. Es tut mir leid, es ist Sommer, Fenster auf. Muss. Aber dann hört man natürlich auch immer schön die Autos. Ah, das war dumm. Wow. Was geht hier? Alles schlägt immer aus. Ich fetze ihn einfach. So. Oh, zwei Sterne. So, wo fährst du denn lang? Da unten irgendwo. Ah. Oh, geil, ein Stern. Ja, das ist gut bei der Mission. Sterne einsammeln, aber ich weiß nicht mehr genau. Ich weiß nie, wo welche sind. Der hat doch ein paar Stellen, weiß ich, aber ich mache das einfach mit zwei Sternen. Okay. Dann fahren wir darauf. Oh. Oh. Okay, das war ein Fail. Der hält sogar an. Vollidiot. Seht ihr, ich hasse es, wie langsam der aufs Motorrad steigt. So, jetzt sind wir aber drauf. Man sollte langsam drauf fahren, nicht so wie ich dachte, es geht dann automatisch irgendwie. Okay. Wir müssen ein weiteres besorgen. Danke. Ich kriege immer die Scheißautos, ey. Ich hasse das Auto. Na, komm raus mit dir. Alter, das ist so lahm. Guckt euch das an, gar keine Beschleunigung. Beschleunigung wie ein Pferd mit einer Karotte im Arsch. Moment, die geht doch bestimmt ab wie Schmidts Katze, oder? Muss man mal ausprobieren. Nee. Nee, nein, nein. Habt ihr jetzt nicht gehört? Das sind nur meine heißen, perversen Fantasien. Fernkarotten in den Arsch zu schieben. Was laufe ich da für ein Bullshit? Ich habe keine Ahnung, ich bin doch nur der Guna. Ihr kennt mich. Könnt mich auch Kollege Nase nennen. So, wo? Ah, da. Anscheinend habe ich das gut gemacht, weil der fährt ja so eine Schleife. Oben sind da noch zwei. Ah, leck mich am Penis. Ja, er hat Penis gesagt. Haha, unlustig. Oh, oh. Scheiße. Das war dumm. Hallo, fahr mal. Fahr mal. Ich brauche die natürlich auch noch, die Motorräder. Hallo? Hallo? Okay, naja. Das hätte man auch schneller machen können. Zwei Motorräder, zweimal relativ gefailt. Nicht direkt bekommen. Doch, das eine schon, aber nicht direkt abgeliefert. Okay, der fährt hier lang. Sehr schön. Jetzt muss ich aufpassen. Shit. Ich sag's auch noch. Ah, da ist. Alter. Was seid ihr denn für Polizisten? So. Verpisst euch, wer? Alles klar. Nummer 2 hätten wir. 12 Minuten haben wir insgesamt. Das läuft doch. Wow. Läuft doch recht gut von der Zeit. Und schon wieder so ein behindertes Auto. Das ist unfassbar. Alter. Na gut, das hat. Okay, CJ ist back in town. Alles klar, merkt euch das, ihr Schlampen. Also ich habe jetzt mit den Leuten hier geredet. Also mit den Leuten hier auf der Straße. Also jetzt hier im Spiel auf der Straße, nicht bei mir auf der Straße. Da gibt es keine Schlampen. Wobei doch auch. Egal, wir schweifen vom Thema ab. Wir müssen. Na, fick dich. Ja. Alter, wo kommt der denn rausgeschossen? Das ist unfassbar. Die sind so nervig heute. Was ist das denn? Nerviger geht. Wollt ihr mich verarschen heute? Ich wusste nicht, dass die so nervig sein können.
Mann, du, ey. Leck mir die Kimmer. Ganz gewaltig. Alles klar, so. Da lang. Oh, muss das sein. Hätte man bisher alles schneller machen können, aber... Es geht. Wow. Das war die dumme Polizei, die wir kennen. In San Andreas. Okay. Okay. Oh. Hallo. Ich hole mir nur kurz euer Motorrad. Den brauche ich nur für den Casino-Überfall. Dann bringe ich ihn wieder zurück. Kollegen. Also das bringe ich wieder zurück. What the fuck? Was? Wo kam das denn her? Okay, ich bin verwirrt. Das kam einfach so aus dem Nichts rausgeschossen. Auch noch nie gesehen. Taxi schneller als ich, ja klar. Alles klar, Nummer 3 hätten wir. Na komm. Noch ein Motorrad. So, natürlich ein Taxi. Gibt's hier so wenige hier in Las Venturas. Mach bloß keinen Stress. Tür zu. Ich hasse es, wenn die Tür auf ist. Dann muss ich kurz vom Gas runter. Damit CJ hier die Tür zumacht. So, da ist ja unser Truck. So habe ich das aber nicht geparkt. Okay, da oben. Kommen wir da raus? Scheiß auf den Gleisen. Scheiße, das war, glaube ich, nicht so klug. Okay. Da ist ein Stern, scheiß drauf. Das war nicht so gut. Ich habe die falsche Ausfahrt genommen. Ah ja, das ist extra so gemacht. Also, wenn wir jetzt richtig schnell gewesen wären, dann hätten wir hier das nächste abliefern können. So muss ich jetzt gleich noch ein Stückchen fahren, aber ich denke, die anderen... Oh, fuck. Da ist jemand, oder? Ja. So, das musste sein. Mit dem Dildo in der Hand wieder. Alles klar, die Zeit habe ich mir mal genommen dafür. Ah! So. Da fährt er ja. Sehr schön. Dann bin ich gespannt, was ich machen muss, ob es dann schon erledigt ist. Ja. Bin zufrieden, aber schon 7 Minuten. Mach eventuell nur 2 Missionen heute. Okay. Wir haben alle. Wo sind wir jetzt? Alles klar, sehr schön. Ich glaube, wir fahren zum... Ja, das war jetzt als nächstes dran ist. Caligulas. Denke ich mal, ist als nächstes dran. Am nächsten. Dann machen wir da die nächste Mission an. Wo sind wir denn eigentlich? Das war am Flughafen. Ja, dann Caligulas. Ich weiß gar nicht, was für eine Mission kommt. Ich habe mich jetzt auch diesmal nicht so drauf vorbereitet. Also ich habe keine Ahnung, was kommt. Oder Moment. Doch. Ich glaube, ich weiß, was kommt. Aber die nächste Überfallmission weiß ich nicht. Sorry. Ich bin dumm gefahren, ja, gebe ich zu. Also wie gesagt, wenn man da ganz schnell ist, kann man das echt in 5-6 Minuten machen. Ich habe 8 gebraucht. Ja, 5 Minuten, nee. Ich denke, da braucht man schon 6 Minuten. 6 Minuten. Ja gut, wenn man es richtig schnell macht. Aber das war ja schon schnell. Bin da zufrieden, war ja auch ganz lustig. Hat zwar wieder sehr viel Scheiße gelabert. Das kennt man ja von mir. Bin ich ja richtig gut drin. Oh ja. So, das hier ist auch eine Scheißmission. Also, ich will die nicht verkacken. Das ist eine... Oh, CJ. Er sieht so pervers aus mit dem Dildo die ganze Zeit in der Hand. So. Zum Glück kann man hier sprinten. Ja, das ist eine behinderte Mission. Seht ihr dann gleich. Scheiße, ich fange schon wieder an. Im letzten Part. Freefall. Also Freefall. Ja. Das war Absicht. So, dann fahren wir zum Flughafen. Da ist meine Stimme gerade abgekackt. Aber das ist das Leben eines Let's Players. Da kackt die Stimme öfters ab. Ist ein harter Job. Also, ja. Echt hart. Also, was man da... Das tue ich nur für euch. Ich ruiniere meine Stimme. Nee, ganz im Ernst. Nee, es war Spaß. Ich will kein Mitleid dadurch. Nee. Man redet viel, aber... Ja, das geht. Oh, da ist eine Schutzi. Wer ist die? Oh ja, so. Mit einem Dodo. Ist das ein Dodo? Ich glaube schon, ja. So. Watch, was? Kamera? Okay, das wird jetzt behindert.
Ich hoffe, ich schaffe das. Wir müssen jetzt erstmal ein bisschen weit fliegen und dann müssen wir hinter ein Flugzeug fliegen, was da fliegt. Da muss ich erstmal in so eine Schleife fliegen und höher, weil sonst muss dann drehen, wenn das kommt. Und dann muss ich hinten dran fliegen. Deshalb muss ich ein bisschen höher fliegen als das Flugzeug. Sonst schafft man das nicht. Okay, so hoch ist es. Das heißt, höher fliegen. So hoch, wie es geht am besten. Okay, ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Ich habe richtig Bammel davor gerade. Weil die Mission ist nicht leicht. Also hier das zumindest. Das, was danach kommt, weiß ich gar nicht mehr. Muss man, glaube ich, ein paar Typen erledigen im Flugzeug. Na, wo bist du? Achso, wir sind jetzt im überm Wasser gleich. Das heißt, es dauert noch ein Stückchen, bis das Flugzeug kommt. Ja, das ist aber keine gute Schleife. Ich sehe es auch nicht. Das ist so weit weg oder sieht man echt nicht. Es muss auf jeden Fall unter mir sein. So, können wir ein bisschen da jetzt lang fliegen. Oh je, ich hab Angst davor, das zu verkacken. Das ist nicht leicht. Na, wo bist du denn? Kurz mal runter. Nee. Okay, ich glaube, es kommt da irgendwo. Ich hoffe, ich mache das so richtig mit der Schleife fliegen. Ich hoffe, das ist klug. Ah, da ist es. Okay. Wow. Okay. Ich sehe es nicht. Ich bin anscheinend über. Fliegst du lang? Okay. Nein. Jawohl. Geil. Alter. Okay. Okay. Stirb mal. Alter, ich gebe den Kopfschuss ab. Ist egal, ne? Ist dir egal. Lad nach. Was? Also. Vorsicht, Dick. Ich glaube, ich darf hier nichts fetzen. Nimm Dildo in der Hand. Geil. Oh oh. Pilot, okay. Das hätten wir. Yeah. Jetzt haben wir zwei Knüppel. Okay, fliegt das Flugzeug zum Flughafen. Wie hoch sind wir denn? Wow. Okay, wir sind nicht sehr hoch. Okay, jetzt bin ich zufrieden. Weil wenn man nichts sieht, ist es behindert. Puh. Okay, das war knapp. Aber in Ordnung. Die Missionen waren hart. Und haben sehr viel Zeit gekostet. Deshalb denke ich, beende ich nach der Mission den Part. Ich gehe dann noch schnell speichern. Ich hoffe, ihr seid mir da echt nicht böse. Aber ich habe da jetzt keinen Bock drauf, noch eine Mission zu machen. Habe ich schon mal gesagt. Bin dann sehr enttäuscht, wenn ich jetzt fehle. Weil die Mission direkt zu schaffen, beim ersten Mal, das ist echt hart. So. Na, wo ist der Flughafen? Ich habe ein bisschen zu früh Fahrwerk ausgefahren, aber egal. So, dalle. Puh, Gott sei Dank, vor der Mission hatte ich echt Bammel. Hätte man aber alles schnell machen können, aber wie gesagt, ich bin zufrieden, ich darf nicht zu viel meckern. Na komm, bleib stehen. Darf ich? Okay, sehr schön. Wir gehen speichern. Und zwar machen wir das stylisch und fliegen. Aber jetzt bloß nicht sterben irgendwie. Wo parken wir dann am besten? Also wo landen wir? Wir landen mal hier. Wie in einem Hollywood-Film. Und wir gehen natürlich stylisch mit dem Dildo da raus. Ja, komm. Alles klar. So. Ich glaube, ich laufe jetzt das ganze Let's Play über nur noch mit dem Dildo da in der Hand rum. Wo jetzt einfach stylisch ist. Und ein bisschen schwul, das gebe ich zu. Aber so ist das Spiel. Jetzt wollte ich sagen, aber so ist der Gruner. Ein bisschen schwul. Ein bisschen schwul, aber gay. Ha. So, wir gehen speichern. Ich werde sagen, das war's für diesen Part. Wir haben da eigentlich angerufen. Ah, Crash. Okay. Das war's für diesen Part. Wir sehen uns im nächsten. Macht's gut und ciao, ciao.